Hey Internet! Heute geht's um 7 Dinge, die ich... Hey! Was denn? Psst! Der Boden ist Lava! Oh, ist das heiß! Ja, heute geht's um 7 Dinge, die ich schon gemacht habe, als ich noch so groß war. Und ja, auf dem Bild habe ich mir meine Haare mit Matsch gestylt. Fragt einfach nicht, das ist eine ganz andere Story. Erstens, ich liebe es einfach laut Musik zu hören. Ich finde, da spürt man die Musik erst so richtig. Vor allem, wenn der Bass knallt. Wow, ich glaube, als Kind hat das irgendwie eher so ausgesehen. Ich habe als Kind auch schon relativ früh angefangen zu sprechen. Und Freunde von mir kennen das auf jeden Fall. Sobald mich ein Thema interessiert, kann ich einfach stundenlang nonstop darüber reden. Meine Mama hat mir mal so eine Story erzählt, dass ich meine Kindergärtnerin während einer Busfahrt so voll gequatscht habe, dass sie einfach nie wieder neben mir sitzen wollte. Hashtag no friends. I don't think that you know. Drittens. Seit ich denken kann, muss ich mich, sobald ich mich selbst irgendwo sehe, zum Beispiel in einem Spiegel, wirklich immer irgendwelche Grimassen schneiden. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es einfach nicht lassen. Okay, die Wahrheit ist deswegen sicher noch irgendwie Massen. Ich hoffe, das gibt es nicht allzu viele Memes, Leute. Als ich noch ziemlich jung war, hatte ich sogar noch von Natur aus blonde Haare. Und die habe ich jetzt auch wieder. Nur eben ohne Matsch-Styling. Außerdem war ich als Kind schon etwas verrückt. Ich meine, allein die Aktion, meine Haare mit Matsch zu stylen. Alter. Mir fällt auch gerade eine Story ein, dass ich mir früher aus allen Töpfen nicht irgendwo finden konnte. Immer so ein Küchenschlagzeug gebaut habe. Und darauf habe ich immer gejammt. Ist ja immer noch keine Sonnenbrille. Okay, das mache ich vielleicht heute nicht mehr, aber ich bin immer noch etwas bekloppt, oder? Ich meine, schaut euch mal meine Videos an. Ich versetze mich hier öfters in meinen Videos in andere Welten. Und das habe ich schon als Kind extrem gern gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im Grundschulalter mit meinen Freunden zusammen einfach quasi stundenlang in einem Star Wars Film drin war. Wir haben sogar mit so einer Papierrolle diesen scrollenden Text am Anfang nachgemacht. Ich habe irgendwie die echte Welt ausgeblendet und nur mit meinen Gedanken eine ganz neue Welt um mich herum gebaut. Das ist für mich irgendwie das Coolste, was es gibt. Und jetzt kann ich sogar die Welten aus meinem Kopf anderen Menschen zeigen. Wie cool ist das denn? Siebtens. Obwohl ich mittlerweile kein kleines Kind mehr bin, habe ich doch die ein oder andere Sache beibehalten. Trotz vieler Veränderungen etwas Kindliches beizubehalten, ist einfach etwas wirklich Wertvolles. Picasso hat einmal gesagt, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Also passt auf, dass ihr auf eurer Reise euer inneres Kind nicht verliert. Schreibt mir mal eine Sache unten in die Kommentare, die ihr als Kind schon so gemacht habt und die ihr jetzt immer noch tut. Bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin übrigens momentan richtig aktiv auf Snapchat. Da führe ich momentan so eine Art kleines Behind-the-Scenes-Tagebuch. Also für alle, die sich dafür interessieren, wie das so hinter den Kulissen aussieht, könnt ihr mal da gerne vorbeischauen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr einfach hier den Kanal abonnieren. Checkt noch mein letztes Video ab und folgt mir auf meinem ganzen Social-Media-Kram, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, haut rein, bleibt awesome. Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Körper zum Modus, bis nächste Woche.